Hallöchen mit Willkommen hier zurück zum Let's Play von City Skylines. Wir sind mal wieder zurück. Ich bin mal wieder ein bisschen verwirrt, aber das soll euch nicht davon abhalten, regelmäßig Folgen zu bekommen. Ja, ich muss ja ganz kurz gucken, dass das irgendwie läuft hier. Ich bin ganz froh, dass das auch alles offline läuft. Also, falls in den letzten Wochen, Schrägstrich, Monaten irgendwie so ein paar Problemchen aufgetreten sind, so bezüglich Folgen und Thumbnails im Internet, dann liegt das daran, dass ich gerade ein bisschen Probleme damit habe. Aber sowas geht ja ganz gut offline hier, gell? Das ist super. Ne, deswegen kommt so viel City Skylines wahrscheinlich in letzter Zeit. Aber ich finde es ja ganz cool. Weiß nicht, ob ihr es cool findet, aber ich finde es cool. Gut, die bis jetzt hierhin geschaut haben, die finden es wahrscheinlich potenziell ganz cool, ne? Das ist interessant. So, wir haben ein Totenproblem. Ich habe schon geguckt, das ist weniger ein Krematoriumskapazitätsproblem und mehr ein, wie viele Leichenwagen haben wir. Das heißt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir sowas Größeres hier hätten, aber das hat halt hier keinen Platz. Weil ich habe mal ganz kurz geschaut gerade, so ein kleines Dings hier. So ein kleines Dingsy, das kann recht viele, also das kann die ganz schnell hier verbrennen und so, damit die weg sind. Allerdings hat das ein Problem damit, dass es irgendwie nur 7 Wagen oder so hat, genau. Und die sind wahrscheinlich jetzt dauernd im Umlauf und so ein Du hier, wo haben wir denn noch so einen? Da haben wir zum Beispiel noch so einen. So ein Du hier, der hat nämlich viel mehr, 10 von, sehe ich nicht. Aber er hat ein paar mehr. Und das ist wahrscheinlich das Problem hier. Wir haben eine ganz gute Auslastung, aber sollte das auch funktionieren, wenn ihr da mal alle rausfahrt, ne? Ich hoffe mal, das passt irgendwie. Ansonsten haben wir hier ein bisschen ÖPNV angebunden. Hier natürlich noch ein bisschen wenig, aber hier ist ja auch noch nichts. Jetzt haben wir natürlich in der letzten Folge die Güterbahnhöfe etwas. Ich muss selber für mich nochmal ein bisschen rekapitulieren, deswegen, ne? Braucht das noch ein bisschen, so, das passt alles. Aber das scheint halbwegs aufzugehen, das Konzept. Ja, okay. Gut, jetzt, der ist ja nicht so voll, aber der Rest, der läuft eigentlich ganz super. Also die restlichen Güterzüge sind eigentlich ganz gut mit am Start. Was bist denn du? Du bist die Straße. Ach, süß. Das ist so knuffig. Ich finde das süß. Mit der Straßenbahn läuft der ganz gut. Was bist du? Du bist auch eine Straßenbahn. So, und der Straßenbahn hat hier gewendet und der Straßenbahn nimmt ganz viele Leute mit. Der Straßenbahn nimmt da viele Leute mit. Der Straßenbahn nimmt da viele Leute mit. Der Straßenbahn ist voll. Da kommt der nächste Straßenbahn. Ja, es passt schon irgendwie, das kriegen wir hin. Ich muss jetzt nur schauen, das ist gerade alles ein bisschen doof, ne? Deswegen gucken wir erstmal ein bisschen und dann schauen wir mal. Ja, wir gucken erstmal ein bisschen, schauen wir mal. Du bist voll, gell? Na gut, da passen wir noch ein paar rein. Oh. Gut, die steigen hier eher alle aus als ein. Da kommt ja schon die nächste Eins. Von dem her. Und hier haben wir auch immer voll viele, oh, Leute an der Straßenbahn. Aber auch echt viele eigentlich an der Fähre immer. Heißt, hier sind die Fähren, schlechtes Beispiel, eigentlich immer ganz gut benutzt, war meine Aussage dahinter. Ne? Und dann solltet ihr aber auch genug Verkaufswaren haben bald. Was machst du hier? Ach, cool. Ach, autonomes Gewerbe. Das finde ich cool. Das bist ja du hier, gell? Der fährt da jetzt hin. Ist halt schick, ne? Ja, das kriegen wir also hin. Jetzt haben wir bisher noch nicht viel gemacht, außer ein bisschen rumgeklickt. Aber das muss auch mal sein. Und du kommst auch noch autonomes Gewerbe. Nur wie machen die das jetzt? Dass sie sich dann nicht gegenseitig blockieren. Also würde ich mal ganz gerne gucken. So, der fährt da rein. Dann fährt der hinten dran. So, dann lädt der natürlich aus. Das soll er natürlich tun. Und der da wartet. Jetzt ist er weg. Jetzt kommt der nächste. Ach, cool. Okay, die Wendeschleifen nutzen die nicht. Das war so meine Idee, dass sie die Wendeschleife nicht nutzen. Deswegen habe ich die da hingebaut, damit die nicht nutzen. Ach, scheiße, ist doch egal. Auf jeden Fall finde ich das ganz gut, dass das jetzt hier über Schiene läuft. Läuft ja auch eigentlich ganz gut. Ein bisschen hier den Straßenverkehr da entlasten und es ist hier weniger los und das mit den Staus, das hat sich jetzt alles ein bisschen. Ich muss gerade erst leider ein bisschen gucken, es tut mir echt leid. Aber ich gucke jetzt erstmal gerne so ein bisschen hier in der Gegend rum. Und das hier, ach, guck mal, das ist geil. Also, wir haben das schon echt gut gemacht, finde ich. Nur nachts haben die zu viele Einnahmen irgendwie. Also ist egal. Jo, oh, ihr habt Arbeiterprobleme. Das tut mir auch leid, da kann ich auch nichts machen. Ihr habt da so Fernstationen, da könnt ihr gerne mit der Fähre dahin fahren zur Arbeit. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann kann ich auch nichts machen. Ihr habt ja sogar eine Buslinie hier. Beschwert euch mal nicht, ey. Die ist sogar angebunden an, boah, was hab ich denn da für Monsterlinien gebaut?
Ja, dann geht halt pleite. Dann holen wir die Güter alle von außerhalb. Ich brauche euch nicht. Ja, ne? Sondern wie das Problem ist, gleich alle in den Griff kriegen, läuft das hier. Was habt ihr für Probleme? Ja, das mit den Kunden müsst ihr euch über die Straßenbahn laufen. Und wenn wir hier noch ein bisschen ausbauen. Müll. Ach, Müllverbrennungsstart ist doch super. Würde sagen, das läuft eigentlich. Solange da, ja, da ist auch Straßenanbindung. Okay, gut. Also, was haben wir denn hier jetzt eigentlich geplant? Wohngebiete. Nachfrage haben wir jetzt generell nicht mehr so viel, aber... Boah, ich muss mich leider echt wieder ein bisschen reinfuchsen. Es tut mir auch leid. Ich wäre auch gerne sofort wieder drin, aber ist halt nicht immer, ne? Ach, ich wollte hier Gewerbe gar nicht hinmachen, gell? Ich wollte nur hier Gewerbe machen. Macht doch aber auch alles zu hier, ihr Deppen. Kleistert euer Gewerbegebiet zu. So, und hier direkt außen können wir so ein bisschen so einen Puffer an die Straße machen. Dann arbeiten müssen die Leute auch irgendwo. Dann kombinieren wir das alles einfach mal ein bisschen. Hm, was ich da oben mache, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Da habe ich eine Straßenbahn durchgeplant gehabt. Die können wir ja auch irgendwann mal realisieren, dass die auch hier noch auf jeden Fall über das Gewerbegebiet läuft, weil das ist aktuell bloß über die eine popelige Straßenbahn angebunden und das muss ja auch nicht sein. Heißt aber auch, dass wir hier vielleicht noch was rausbauen sollten. Ich würde hier gerne Häuser hinbauen. Damit, ja, aus Gründen eigentlich bloß. Naja, es hat schon seinen tieferen Sinn damit, wenn wir hier eine Straßenbahn langzimmern, dass die nicht ganz so sinnlos ist. Die muss, die geht dann später vielleicht hier durch oder so, oder... Das kriegen wir hin. Heißt, Straße mit Bäumen. Am besten gleich an der Kreuzung, wo Ebert ist. Ja, keine Ahnung. So. Dann einfach in einem Abstand hier lang. Einfach so ein... Oh, das ist eh alles schief. Dann machen wir alle wieder die... Kommt auch mal die alte Josch-Methode. Alle Vorgaben raus. Frei nach Schnauze werden hier die Straßen gezogen. So, Delle. So weit hier. Und... Von mir aus so weit hier. Ich finde das hässlich. Ich finde das schick. Tut mir auch leid, dass ich das schick finde. Ja, ich finde das auch nicht wirklich schick, aber es ist halt zweckmäßig so. Dann kann man da noch was rausbauen. Das ist halt nicht ganz so häselig wie so eine ganz normale Kreuzung. Und hier so eine Kreuzung zu haben, so eine Monsterkreuzung, ist voll egal. Das ist das Gewerbe. Das ist leises Bürogebiet. Geilo. Heißt, wir können hier, Le Wohngebiet. Bitte la Parke. Beaucoup de Parke. Wir können Parke. Ort ist bereits belegt. Deine Mutter ist belegt. Mit Servelatwurst. Dieser Moment, in dem du dich schon wegdrehst und er doch nicht niesen musst. Ah, das ist ein schönes Gefühl. Das ist halt schön. Keine Ahnung. Parks hier halt hin, gell? Meistens ist das hier so lame. So. Auf jeden Fall solltet ihr aber auch natürlich dann darüber laufen können. Also eigentlich sollte ich vielleicht erstmal diese Teile ziehen. Diese... Boah, das ist mal woanders, gell? Eigentlich sollte ich halt erstmal die Wege ziehen und dann so einen Scheiß hier machen. Aber gut. Ist egal, ne? Wenn da später Straßenbahnen halten, ist das okay. Und da sollten die auch noch rüberkommen vielleicht. Da bauen wir auch nochmal so was hin. Der Park ist eigentlich ganz schick. Also den finde ich gut. Ne, nicht das. Den kleinen, den etwas größeren. Der ist doch cool. Dann können wir da so einen Weg bauen. Ja, genau da, wo es kein Weg hinkommt, da tun wir einen Weg hinbauen. Was bist du denn? Ihr seid nur so... So, zack. Und... Ja, das tut mir jetzt irgendwie leid, ne? Ihr müsst auch darüber kommen. Ehrlich, ihr müsst auch zum Gewerbegebiet laufen können. So. Bisschen Verlust ist immer. Und bisschen Wohngebiet ist auch immer. Ich glaube, da brauchen wir auch noch Wasser oder so. Schön einen Kartenrand bauen. Mmm, lecker. Kartenrand. Mmm. Ihr habt keine Arbeiter. Ja, da gedeihen gleich Arbeiter. Gebildete oder gar keine? Gar keine, gell? Da kommt auch nochmal Gewerbe. Da könnt ihr hier sogar dicht besiedeln. Damit die da schön laut haben, das ist mir wichtig. Nee, Quatsch. Was wir auch noch machen könnten, ist hier so ein, einen sneakigen Fußweg rüber. Ja, gerade da, wo sie eine hinbauen wollte, ist ja doch echt doof, gell? Ja, damit die da arbeiten können. Haben die eigentlich Anschluss so? Nee, gar kein... Ah, okay. Hm, ich glaube, wenn es hell ist, weiß ich, was ich tue.
Ja, wollen wir hier eigentlich wieder ein bisschen Büro machen oder so? Ja, direkt an dem Ding Bürogebiet ist echt dumm gewesen. So im Nachhinein. Machen wir hier mal so ein... Vielleicht nur eins kaputt. So. Dass ihr darüber könnt. Ihr seid da ja auch angebunden. Und seid ihr da angebunden. Ja, Leute, wir müssen auch attraktive Fußwege bauen. So 90, 60, 90 Fußwege. Das war jetzt ein dummer Kommentar, ich weiß. Ist mir aber egal. Dann generell, also die sollten dann hier nach zum Einkaufen gehen. Das heißt, einkaufen erst später wieder hier drüben. Notfalls. Also ich ziehe das mal weiter mit der Straßenbahn. Ich finde, das sieht eigentlich geil aus. Deswegen, ziehen wir das vielleicht mal... Ja, wir haben mal das, wir haben mal das Geld am Start. Das heißt, wir können uns echt um die Stadtentwicklung jetzt kümmern. Habt ihr Wasser? Nein, habt ihr nicht. Seid ihr pissig deswegen? Ja, ein wenig. Ja. Nun, da bekommt auch irgendwann mal so eine schöne Straßenbahn da lang. Dann müsstet ihr auch bald Arbeiter haben. Ehrlich jetzt. Beschwert ihr euch? Immer diese Beschwerden. Aber Park so ist in Ordnung. Meine Umweltministerin wäre, glaube ich, stolz auf mich. Ist gerade nur nicht da. So, da können wir da auch mal ein bisschen gleich mal so... Komm, reservieren wir doch mal gleich so einen großen Park. Ich mag die. Es tut mir echt leid, dass ich die so mag. Aber ich finde die halt einfach geil. Wenn wir halt irgendwo Platz dazu haben, dass wir nicht ganz so zentralisiert alles bauen, dann ist das doch ein Gewinn für die Gesellschaft hier. Komm. Was haben wir da eigentlich hingebaut? Büro, das ist nicht so die Nachfrage. Aber dafür ist hier nicht so der Verkehr. Das finde ich eigentlich gut. Aber natürlich ist da auch eine Straßenbahn, die wir dann da später hinbauen würden. Alles andere als rentabel, wenn hier nur so... Ach, ich weiß auch nicht. Sind da so Wege? Das sind Wege. Das heißt, ich kann da echt eine Straßenbahn langzimmern. Ja, machen wir dann. So, ihr habt auch langsam genug Kunden, das finde ich gut. Heißt aber, wir könnten den Scheiß hier eigentlich ein bisschen erweitern. Also, das gute Gewerbegebiet. Das gute Gewerbegebiet, du bekommst einfach nur eine Baumstraße, eine normale Baumstraße. Laute Musik! Am besten da, wo der Güterbahnhof ist, ne? Am besten hier, da so eine Kreuzung, wo eh schon eine Kreuzung ist. Ach, da kann ich gar nicht. Ich kann nicht, wenn jemand zuguckt. So, da müssen zwei weg. Da müssen auch zwei weg. Da müssen... Warum kann ich ihn da nicht hinbauen? Ich will gerne da, wo ich nicht viel kaputt mache. Gut, da die Wände für eh keiner nutzt, könnte ich die ja auch, Ach, guck mal. So. Dann bauen wir das doch schön hier so um die Wendeschleife rum. So. Es ist wunderschön, ich weiß. Es ist so wunderschön. Wo geht denn da die Straßenbahn lang? Hier. Heißt, da muss halt irgendwann ein Anschluss sein. Ja, aber das kriegen wir hin. Und wenn nicht, dann fährt dann die andere Straßenbahn da lang. Weitere Straßen machen wir dann von mir aus so. Aber wieder nur fußläufig erreichbar. Dann hier über den Park. Haha, Josh mag Parks. Die dürfen nicht anders angebunden werden. Oh. Was sagt denn hier so... Helber so vor... Oh, guck mal. Guck mal. Unos Zugos using the Wendeschleife. Oh, ist très bien. Das ist so très bien. Ich bin so stolz auf die Züge. Und hier machen wir, wenn wir wollen, hier machen wir dann der Emaladen. Ganz werde attraktiv für unsere Kunden. Mit wunderschöner Strandlage und ganz viele Parke. Mit ein bisschen Slenderle durch die Gegend. So ganz ohne irgendwelche, nutzlose Straßenbahn. Ah, ist das schön hier. Das hat doch aber was. Ich finde das gar nicht so schlecht. Dann machen wir hier Straßen... Aha, Straßenbahn. ich habe das schon durchdacht, müsst ihr wissen. Also ich mache das schon eine Weile lang. Ich bin da ein Profi. So. Machen wir das so ein Mist hier. Dann können wir da langsam irgendwie ein bisschen expandieren. Heißt da hier so ein bisschen... Falls ihr Bock drauf habt... Wie sind da die Anbindungen eigentlich? Hier. Geht nicht, weil da ein Bü ist. Und da ist eigentlich okay, oder? Ja, hier ist da nicht angebunden. Das heißt, die von dem Ding da, was natürlich sinnvollerweise am Ende der Einbahnstraße steht. Ich muss da noch was machen.
Und zwar, die da rauskommen, haben eventuell vielleicht das Problem, dass die gar nicht in unser Gewerbegebiet rein können. Heißt, die brauchen eine... Oh, ist das kacke. Brauchen eine Möglichkeit für die Fahrzeuge, die, so reicht. So. 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 Ich will das nicht abreißen. Ach komm, ist egal. So und dann nach runter. Und zwar folgende Situation. Es ist wunderschön. LKWs kommen hier raus und können allerdings hier nicht wieder rein. Also die können da nicht wirklich wenden. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Gucken wir mal. Ja, will da keiner hin, aber es ist, zählt ja nicht. Ja, das wird schon schön. Was will der Dreckes hier eigentlich? Straße in Sand... Straßen in Sandsetzung. Ah, ich setze Straße in Sand. Du bist wie voll? Hat er richtig was gebracht jetzt. Nee, aber wenn die hier rauskommen, dass die auch da wieder durch können, war meine Idee. So. Heißt, wir bauen uns mal ein gering besiedeltes hier hin. Und hier von mir ist auch noch. Auf die Straßenseite. So. Machen wir erstmal so weit. Hier von mir ist auch noch. Da baue ich am besten über den Bahnübergang. Und ab da könnt ihr dann wieder dich besiedeln. Dass er auch den Anschluss nicht verliert. So, hier dran, ne? Ich hoffe mal, das trägt Früchte. So. Wie ich, wenn ich einkaufen war. Versteht. Ja, versteht ihr. Wir haben zwar wenig gemacht heute, ich weiß, aber eigentlich ist es time to say goodbye. Komm, wir bauen aber noch sowas Cooles, so ein Wasserpark hin irgendwie. So ein Yachthafen. Jetski-Verleih. Anglersteg. Angeltour. Ich meine, eigentlich so ein Glasboot, so ein Restaurant. Gibt es so Restaurant, genau. Genau das möchte ich eigentlich dahin haben. Für mich ist auch da hinten. Nee, da in der Nähe des ÖPNV, ehrlich gesagt. Machen wir mal da eins hin. Ne, das hat so ein bisschen hier, das hat jetzt keine Straßenanbindung. Ja, können wir mal helfen. Ach, guck mal. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Wasser ziehen wir hier auch noch lang. Ihr habt ein Müllproblem. Naja, dann schmeiß nicht so viel weg. Ich habe echt ein Müllproblem. Sieht aber eigentlich anständig aus. Eigentlich sollten die ganz gut versorgt sein. Das binde ich da auch später mal noch hier an. Wenn ihr hier wäre, wahrscheinlich keine Straßenbahn mehr brauchen. Vermute ich mal, wenn ich kann mal upgraden. Heißt, da ziehe ich nochmal ganz kurz so eine Hauptverbindungsstraße nach. So. Und hier gibt es dann so eine Auffahrt. Nächste Folge, würde ich sagen, ne? Ich weiß, du hast noch keinen Strom. Das kommt auch noch. Und ich baue noch so einen kleinen normalen Park hin oder so. Mit Bäumen, Picknicktische. Das ist wichtig. Ne? So. Das ist vielleicht verbunden. Wenn ich dann hab, dann Problem. Strom ist mehr als genug da. Hier baue ich auch nochmal irgendwann, wenn ein bisschen Nachfrage da ist. Hier würde ich sagen, das ist dann in der nächsten Folge. Mal so einen geilen Güterzug hier, oder? Was machen wir denn mal da Schickes? Heute, was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Weltgüterzugtag, oder? Zütergug. Oh ne, sieht nicht so aus. Machen wir hier einfach mal das hier, ne? Das ist auch schick. Container, ne? Macht's gut, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi.